Ja, hallo Messerfreunde, heute wieder mal ein neues Messervideo. Und zwar war ich gerade beim Zoll und habe mein neues Taschenmesser abgeholt. Und zwar erreicht mich jetzt endlich das Cold Steel Recon One, was ja in sehr vielen Videos und auch hier im Internet sehr viel gelobt wird. Und auch die ganze Cold Steel Recon Serie ist ziemlich beliebt. Und jetzt habe ich es heute vom Zoll abgeholt und musste mich schon mal aufmachen dort, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und ja, hier ist es nun endlich, das Recon One in der Sparepoint Klingenversion und ohne Serrations. Bevor wir zum Messer kommen, möchte ich noch kurz über meine Erfahrungen mit dem Zollgrad sprechen. Ich war jetzt das erste Mal bei unserem neuen Zollamt und kam dann rein, habe ich dann erstmal orientieren müssen, wo jetzt die Paketausgabe stattfindet. Da wurde ich dann auch gleich, nachdem ich in den Raum für die Paketausgabe reingekommen bin, auch gleich erstmal richtig freundlich und nett von so einer Zollbeamtin begrüßt. Finde es auch immer wieder klasse, dass man hier auf den ganzen Ämtern so freundlich empfangen wird, obwohl man hier als normaler Steuerzahler ja doch zur Finanzierung solcher Ämter beiträgt. Naja, das am Rande nur. Ich habe dann mein Paket bekommen. Ich musste dann auspacken. Und war dann etwas überrascht, dass mich die Zollbeamtin dann gefragt hat, ob es hier um ein Einhandmesser handelt. Und das eben unter das Führverbot fallen würde. Ich habe dann gesagt, ich will das Messer ja nur mit heimnehmen und in meine Sammlung stellen. Und ich will es ja nicht mitführen oder dabei haben. Wenn ich das jetzt im Geschäft irgendwo kaufen würde, hier beim Fachhändler, dann würde ich es ja auch bezahlen und in der Originalschachtel mit dabei haben und mit heimtragen und dann daheim in die Sammlung stellen. Außerdem hat man hier beim Cold Steel Recon One auch die Möglichkeit, ganz einfach mit dem Schraubendreher das Messer auf 42A konform zu machen. Das hat sie dann auch soweit eingesehen und ich habe mein Messer bekommen. Jetzt aber mal meine Frage an euch: Wie ist es eigentlich zu verstehen, wenn ich jetzt das Messer, wie schon gesagt, irgendwo beim Fachhändler kaufe und bezahle und mit nach Hause nehme, dann ist es ja genauso problemlos möglich, wie als wenn ich es jetzt beim Zoll abhole, meine Mehrwertsteuer in dem Fall bezahle und es mit nach Hause nehme. Warum muss ich mir da jetzt wieder Fragen gefallen lassen, von wegen, hier ist es jetzt ein Einhandmesser, ich möchte es ja bloß in der Originalverpackung mit nach Hause nehmen und nicht weiter durch die Gegend damit hantieren. Mal eure Meinung dazu zu hören, wäre ganz gut. Ich meine, es wäre auch kein Problem, hier ein verschließbares Behältnis mitzunehmen, wo man dann eben abschließen könnte und damit es dann heim zu befördern. Aber es wäre eigentlich nicht gerecht oder eigentlich ein Käse, weil, wie schon gesagt, beim Fachhändler, dann nimmst du es ja auch im Karton mit heim dann. Also vielleicht habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht und wenn nicht, werde ich mich mal an den Zoll direkt wenden und werde von denen mal eine Stellungnahme hier hören wollen. Es waren auch überall im Raum, wo die Pakete abgeholt werden können, Plakate aufgehängt mit, ja, hier 42A konform und keine Einhandmesser und sowas. Ich meine, das ist im Moment das geltende Recht und das akzeptiere ich auch, aber ich will ja das Messer nur mit heimnehmen und dann nicht weiter durch die Gegend tragen oder führen. Naja, ein weiteres Teil, was ich nicht verstehe, ist, dass jetzt ich das Messer beim Zoll abholen musste, obwohl der Verkäufer hier auch alles ausgewiesen hat auf dem Umschlag außen. Also steht hier der Preis drauf und alles und Pocket Knife. Also hätte eigentlich die Post ohne weiteres hier auch das alles abwickeln können, hätte es nicht zum Zoll extra schicken müssen. Das wäre für mich jetzt einfacher gewesen. Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Einmal klappt es ohne weiteres und einmal muss ich hier zum Zoll extra latschen. Naja, gut, ich habe mein Messer bekommen, aber es war für mich jetzt ein bisschen unschöne Sache, alles in allem. Auch noch die Fragen beim Zoll wegen Einhandmesser und so. Leute, was soll die
Fahrerei, ich will sie nur mit heimnehmen und will nicht durch die Gegend damit latschen. Also schreibt mir mal eure Erfahrungen hier dazu oder eure Meinungen und ich werde beim Zoll auf jeden Fall nochmal nachfragen, weil ich habe da keine Lust drauf, dass wenn ich das nächste Mal ein Messer aus den USA mir bestelle, dass ich dann vielleicht wirklich das Messer nicht mit heimnehmen kann, obwohl ich es ja nicht führen will. Ich will es ja nur mit heimnehmen, wie schon gesagt. Naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir zum Messer selber. Das wollte ich euch jetzt schnell zeigen hier. Das ist mein erstes Cold Steel Messer. Und ja, schauen wir uns doch mal an. Hier vielleicht noch für alle, die uns interessiert, die Nummer von Cold Steel direkt, also Sparepoint Recon One. Das Recon One hat ja diesen Triad Lock, der wo ja ultra robust sein soll. Das ganze Messer ist eine G10 Ausführung, also hat keine Leine. Ist für die Größe ziemlich leicht und soll eigentlich ultra robust sein. Hier ist noch ein zweiter Clip dabei. Der will jetzt hier nicht raus. Moment mal. Ja, hier ist noch ein zweiter Clip. Ist eigentlich ganz cool gemacht von Cold Steel, dass die hier gleich noch einen zweiten Clip mitliefern. Also kann man den als Ersatz verwenden, wenn ja mal irgendwas beschädigt wird, oder kann den hier gleich auf die andere Seite schrauben. Ja, zum Messer selber, Leute. Natürlich ein echter Brummer, ein echtes fettes Teil hier wieder. Liegt wirklich saugut in der Hand. Liegt wirklich saufett in der Hand. Hier diese ganzen Fingermulden und der lange Griff hinten. Also da passt meine Hand zum Beispiel hier wirklich perfekt rein. Und eine schöne Spearpoint-Klinge. Hier sieht man zum Beispiel jetzt auch, dass man das Messer mit einem Schraubendreher ohne weiteres 42A konform machen kann. Also macht Cold Steel hier wirklich gut. Einfach hier den Daumenpin abgeschraubt und so hat man das Teil hier 42A konform. Also wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ja, das G10 ist hier wie in den ganzen Videos auch vom Stefan 123321 wirklich ein sehr raues G10. Also wenn man jetzt irgendwie ölige oder fettige Finger hat oder nasse Hände zum Beispiel, das Messer verlierst du ja nicht so einfach. Also das ist hier echt ein derbes G10. Also kein Wunder, warum es hier immer wieder Tipps gibt, wie man hier das abschmirgeln kann, damit man die Hose nicht so eistrapaziert. Weil wenn man das hier nicht abschleift und hier so weiterverwendet, denke ich, wird die Hose irgendwann durch sein. Also das ist hier wie Schmirgelpapier. Da kann man sich hier sogar die Finger mit abfallen, also die Fingernägel fallen, ey. Ja, was haben wir hier noch? Hier ist eine Torx-Schraube für den Klingengang zu verstellen. Der Gürtelclip ist auf beiden Seiten hier anschraubbar. Und ja, das Messer ist hier wieder Cold Steel mäßig, also wieder rasiermesserscharf abgezogen. Also wir können hier auch mal wieder einen kleinen Test machen. Also ja, es ist Rasiermesser scharf abgezogen. Ein Messer hat hier AOS 8 Stahl. Also ist nicht der beste Stahl, aber auch nicht der schlechteste Stahl. Was mir immer wieder auffällt beim AOS 8 Stahl ist, dass der wirklich richtig rasiermesser scharf wird. Also für einen rostträgen Stahl wirklich sehr, sehr scharf wird. Und das habe ich auch schon bei meinem Rad 1 gemerkt. Ja, das hat auch diesen AOS 8 Stahl. Und ja, zu den Daten, Leute, Messer ist hier, hat eine Klingenstärke von 3,5 mm, hat einen, ja, leichten Hohlschliff, hat AOS 8 Stahl, wie schon gesagt, hat hier richtig derbe G10 Griffschalen, also ist hier, hier sind auch keine Leine unterlegt, das ist alles nur G10. Aber da das G10 wirklich ein sehr robustes Zeug ist, sollte hier eigentlich nichts passieren und habe auch noch nichts gehört, dass hier irgendwas gebrochen ist oder kaputt gegangen ist. Also die G10-Schalen sind wirklich auch richtig fett.
Ja, das ist HTTPS hat diesen Triad-Lock, diesen modifizierten Backlog-Verschluss, wo hier nochmal oben so ein Gegenanschlag ist. Wenn man da sich Videos bei YouTube anschaut zu dem Verschluss auch von diesem Voyager, das soll hier wirklich ein Top-Verschluss sein. Also normalerweise ist Backlog immer so ein, für mich so ein mittlerer Verschluss. Also ist nicht so ultra hammerstabil, aber dieser Triad-Lock soll hier wirklich super sein. Hat ein Edelstahlclip, wie schon gesagt. Gewicht sind hier 146 Gramm. Also ist für die Größe vom Messer hier wirklich echt leicht, weil es eben keine Leine hat. Und ist eben hier made in Taiwan. Taiwan steht aber eigentlich für relativ hohe Fertigungsqualität bei Taschenmessern, wie man auch wieder beim Ontario Rad 1 sieht. Ist auch eine sehr, sehr gute Verarbeitung. Hier muss ich sagen, ist die Verarbeitung auch sehr gut. Gut, das G10 ist halt wirklich ein derbes Zeug, aber hier ist alles gut verrundet. Oder die Kanten sind ganz gut gebrochen. Und liegt richtig fett in der Hand. Man kann hier zur Not auch ein bisschen vorgreifen und kann hier einen Druckschnitt ausführen. Also ist auch möglich. Aber so hat man halt hier einen optimalen Fingerschutz. Ja, hier nochmal Recon 1 oder 1. Das ist bloß hier so lackiert, die Klinge. Also da hört man immer wieder, dass diese Beschichtung hier nicht sehr viel taugen soll. Aber mein Gott, ich meine, dieses Messer ist eh als richtiges Arbeitstier konzipiert. Und da ist es mir eigentlich auch scheißegal, wenn die Klinge im Laufe der Zeit relativ schnell zerkratzt ist. Da kann man dann zur Not auch hergehen. Ohne weiteres baut sich die Klinge aus, tut sich die entweder selber irgendwie abschmirgeln oder schickt die vielleicht zum Stonewashen, also das hier, oder macht, das lässt die hier Sand strahlen. Und dann hat man hier auch wieder eine schöne Klinge, die wo vielleicht dann sogar noch robuster ist. Ist eine 4 Zoll Sparepoint-Klingenform hier, also wirklich ein ordentliches großes Messer. Und ja, Leute, was ich wirklich sagen muss, ist, dass der Klingengang hier wirklich, also der ist wirklich erste Sahne. Das Ding öffnet sowas von leichtgängig und läuft sowas von perfekt. Ich muss jetzt hier auch mal schauen. Ja, hier sind auf jeden Fall auch Bronzewascher unterlegt. Und Messer wird dadurch durch den Backlog-Verschluss hier wirklich perfekt gehalten. Und der Klingengang ist wirklich hier erste Sahne. Und wenn dann dieser Triad-Lock, also dieser modifizierte Backlog-Verschluss, mal zuschnappt, also der ist wirklich hier, da rührt sich nichts, kein Klingenspiel, nichts. Also was hier mal zuschnappt, das öffnet nicht mehr so leicht. Also, super Messer, ist für mich mehr so ein richtiger Worker, also so ein richtiges Arbeitstier. Und Messer kommt wie von Cold Steel immer wieder auch versprochen wird, wirklich rasiermesserscharf ab Werk hier an. Also das ist echt wirklich top, wie die ihre Messer ausliefern. Ist eine gute Verarbeitungsqualität, läuft wirklich sehr leicht, die Klinge, und verriegelt bombensicher. Also Cold Steel bietet hier ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe jetzt bei diesem Kauf auch wieder ein paar Euro gespart in den USA, aber die Ersparnis war halt nicht so riesengroß. Aber ja, ein paar Euro habe ich schon gespart. Also Leute, ich hoffe, euch hat meine kleine Vorstellung hier oder das kleine Unboxing gefallen. Wie schon gesagt, würden mich eure Meinungen über den Zoll freuen, wie hier, was hier zu erwarten ist in Sachen 42a. Und vielleicht kann mir auch einer sagen, warum die Post hier manchmal trotz Preisangabe es einfach nicht schafft, das hier zu mir heimzubringen, und ich zahle dann beim Postboten meine Gebühren, und manchmal klappt's und manchmal klappt's nicht. Also naja. Gut, ich habe mein Messer. Das ist auch ein Preis, den man einfach zahlen muss, wenn man hier aus den USA bestellt. Ich meine, dafür spart man meistens jedenfalls ein paar Euro. Und gut, da muss man einmal zum Zoll fahren.
Naja, was soll's. Macht's gut, Leute. Schreibt mir einen Kommentar drunter. Abonniert mich und bis bald. Ciao.